Hey und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Zu einer neuen Folge? Von was denn bitte? Also zu einem neuen Video. So. Folgendes ist passiert. Ich habe seit einiger Zeit. Es lädt noch ein bisschen, das ich weiß. Ich habe jetzt noch gerade eben die letzten Intros hochgeladen. Das muss ich sagen, das Intro 12 eines der lustigsten Intros geworden. Also, ich kann nur sagen, dass man das echt mit Humor nehmen kann. Und, bin ja auch mal sehr gespannt. Ich bin schon wieder auf Platz 32 runtergerutscht. Das sah ja gestern noch anders aus. Auf jeden Fall, bin gerade sehr ruhig, sorry. Könnt ihr jetzt entscheiden, welches der Intros denn genommen werden dürfen, welches ihr bevorzugt und... Das entscheidet ihr je nachdem, mit welcher Like-Zahl ihr das Ganze dann bewertet. Und das Intro mit den meisten Like-Zahlen kommt dann dementsprechend nach oben und wird dann für PvP PvP-Videos verwendet. Bin gerade sehr, sehr dabei vor allem. Ich bin gerade sehr groß dabei, hier ein bisschen zu knüppeln. Denn letztes Mal war ich sogar auf Platz 4 und damit in den Top 5 von Spawnfight. Das Problem ist allerdings, dass sich gestern Abend noch, so ein Hacker einfach bis nach Platz 1 gecheatet hat. Jetzt ist er Platz 4 und zwar Jenna D3 habe ich sie noch gekriegt. Und die hat einfach Range gehabt und das ist halt richtig widerlich. Die hat sich halt echt nicht umdrehen müssen. Das ist halt so widerlich, wenn man für ein Minispiel und besonders auch für Minecraft einfach hacken muss. Das finde ich überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht einsehen, ehrlich gesagt. Da haben zwei auf mich eingeknippelt. Auf jeden Fall dürft ihr jetzt halt entscheiden, welches der Intros denn genommen werden darf. Und das entscheidet ihr damit, welche Like-Zahl am effektivsten ist. Bisher liegt das Ganze so. Ich habe das gerade aufgeschrieben. Warte, ich lass mich gleich nochmal killen, vermutlich. Und zwar ist das folgendermaßen abgelaufen. Und zwar hat Intro 1 4 Daumen hoch. Intro 2 hat 2 Daumen. Intro 3 hat 3. 4 hat 1. Nummer 5 hat 4. Und ein Dislike. Nummer 6 hat 2 und ein Dislike. Nummer 7 hat 4. Und Nummer 8 hat 2. Und bei den anderen, dann lasse ich das noch in der Entscheidung. Also ihr könnt jetzt bis zum Oktober, zum Oktober, Oktober ist ja gerade. Ihr könnt bis zum Anfang November, also 1. November 2017, könnt ihr entscheiden. Also da ist quasi der letzte Tag, wo quasi alles verlost wird und... Je nachdem, wie sich das halt ergibt, ne? Und müsst ihr dann halt selber wissen, welches Intro euch persönlich am besten gefällt und was ihr persönlich... Ich bin gerade sehr konzentriert, ich kann so nicht reden. Auf jeden Fall könnt ihr bis zum 1. November entscheiden, welches Intro euch am besten gefällt und das bewertet ihr, indem ihr dem Video... die entsprechende Like-Zahl verpasst und könnt dann und werdet dann halt in die Endverlosung gehen, welches der Intros dann letztendlich gewonnen hat und werde mich dann natürlich freuen, bis da mal was kommt. Das heißt, dieses Video, das wird gleich online kommen, damit alle wissen, dass ich das gemacht habe, dass das feststeht. Und ja... Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei dem, was ihr jetzt noch vorhabt. Und das sind hier ziemlich gute Spieler. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Lasst einen Daumen nach oben da und guckt auf jeden Fall bei den 12 Intros vorbei. Die sind, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, alle in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Wenn nicht, packe ich das einfach alles zusammen in eine Playlist. Und dann könnt ihr zusammen, also einfach alle Playlists durchgehen. Also, nicht, ja,
alle Playlists, ich bin blöd. Also ihr könnt dann die gesamten Intros durchgehen und je nachdem, welches euch am besten gefallen hat, halt erstmal anhalten und dann sagen, okay, das gefällt mir nicht. Je nachdem, wie das halt entscheidend ist. Zum Beispiel haben wir ja bei Intro 5 und 6 hatten wir ja 4 und 2 Likes und immer ein Dislike. Und der Dislike würde ja was von den Likes abziehen und damit würde es dann quasi weniger werden. Das heißt, von Intro 5 hätten wir 4 Likes und ein Dislike. Und das wären dann 3 Likes insgesamt, weil das Dislike zieht ja von den 4 was ab, das ist ja quasi Mathematik und ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Video, hoffe ich doch mal. Bis bald, euer Night Fury, bye bye!